Nein, Mutti, ich bin Bär. Mutti. Ja, so hast du Mutti im Hals. Ja, wir hatten gerade Zombies und ich weiß nicht warum. Wir laufen einfach an einem ganz traditionellen Gartenanlagen vorbei. Wir waren nicht mal bei Plants vs. Zombies, was diese Kakteen erklären würde. Nein, wir laufen hier vorbei und haben einfach unersichtlicherweise einen Zombären. Und müssen nun dafür sorgen, dass der botanische Leiter hier in eine... Ich habe jetzt irgendwie die böse Vermutung, aber das wird sich gleich zeigen. Tü-tü. Hallo, bam, das ist der Vorschlaghammer vom Tor. Naja, die kleine Ausführung, die Bärchen-Ausführung. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht, es gibt gar keine neue Pflanze. Aber zuerst machen wir hier mal den noch weg. Er stört mich gerade. Klatsch. Beachgood. Der alte Botaniker Beachgood hat Grünzeug nun gegrüßt. Ja. Gut. Das heißt wahrscheinlich schnappt ihr den Diddle da und ich weiß jetzt nicht, wann das ist. Giggles. Ich kann mir die Namen nicht merken. Sorry, Leute. Die sind sehr merkwürdig. Giggle, daddle, buddle, haddle, doodle da. Das erinnert mich an das Lied von Stefan Rath. Wada, haddle, doodle da. Doodle, daddle, daddle da. Jetzt müssen wir uns den schnappen und in eine Pflanze stecken. Nur mich stören diese anderen Botaniker in seiner Nähe. Ups. Ups. Ach, das ist kein Wald. Hey. Botaniker als Waffe. Wache. Sehr interessant. Und einen Seiteneingang scheint es gar nicht zu geben. Oder ist das da offen? Nee, ist eine Glasscheibe. Es ist doch scheißegal, ob er uns sieht, ne? Befeuern lassen, den Schlupf zu bestrafen. Ja, okay. Hä? Okay, wir haben eine Falle gesetzt. Ich weiß gar nicht, wann wir die überhaupt eingesammelt haben, aber ist egal, wir haben die. Und das bringt uns Vorteile. Was ist denn das für ein Bär? Der sieht ein bisschen merkwürdig aus. Hallo! Normalo, aussehender Bär, den ich nicht treff. Almond! Ey, Almond, bleib doch hier! Ja, sehr schön. Almond! Du Allwissende, nichts nutzt! Warum konnten wir das Boot denn jetzt nicht treffen? Ich mag den Hammer gerade irgendwie nicht. In unserer Review, als wir das gemacht haben, da hat der Hammer wirklich genau wie die Kettensäge fast jedes Mal getroffen und einen üppigen Schaden gemacht, aber irgendwie jetzt hier nicht. Da musst du ja fünfmal dich im Kreis drehen, bis das Ding mal trifft. Und es gab in der Zwischenzeit kein Update, was dem Spiel sicherlich nicht schaden würde, an der einen oder anderen Stelle. Ich will nicht, wir haben ja auch kaum Ausdauer, fällt mir mal gerade auf. Weil wir müssen den ja auch tragen. Na komm, jetzt riskiere ich es einfach. Nix! Da, ich... Ja, das ist sehr liebevoll. Du Spatten! Ich mach dich zum Spaten, du Spatten. Du blöder Pseudobiologen, Gartenwächter. Hier bin ich. Genau, komm her. Danke für deinen Verrat, du Idiot. Bleib liegen. Hieß die der Fem? Nun gut. Sehr schön ist auch, dass der Bär, den wir jetzt kriegen sollen, gar nicht mehr da drin ist. Beziehungsweise doch. Und wir müssen jetzt einen Bär nach dem anderen hier rauslocken. So. Hallo. Hier, Happa, Happa. Komm doch mal her, Bär. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass hier wirklich was ändert.
geändert wurde. Aber scheinbar nicht. Genau, kommt her, ihr beiden Bären. Und bleibt dann plötzlich stehen. Oh. Das verstehe ich auch nicht. Der schreit dann so laut, dass da gar kein Buh mehr zu hören ist. Genau, findet Leiche, obwohl da keine ist. Ach so, die da wahrscheinlich. Naja, gut. Mann, nicht du, der andere. Mann, das ist auch wirklich unmöglich mit euch. So, er sieht uns jetzt nicht, dann können wir uns um den kümmern. Ich habe einen Vorschlag, haben den Erfolg. Ha. So, jetzt muss ich aufpassen. Nee, auch so greifen uns die Pflanzen scheinbar nicht an. Also heißt das so viel wie, das ist das erste Level in der Botanik, nur mit einem anderen Bären. Von wegen, der hat hier irgendwas mit einem Bären gekreuzt und dabei kam noch eine schlimmere Pflanze raus. Hm. Mist, der hat uns entdeckt. Mann, dabei war ich ja ganz vorsichtig. Mit wem redet er? Der kleine Bär führt wohl Selbstgespräche. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, die Pflanzen greifen gleich an. Wo läuft der blöde Bär jetzt hin? Ich glaube, er will zum Boot. Komm her, Bär. Genau hier, ich bin dein Feind. Und nicht dein Vater. Genau, fall hin, Bär. Hey, aua, das tat weh. Ich hau dir auch gleich mal mit dem Besen gegen den Kopf. So. Ich hoffe, die Ausdauer reicht. Die reicht, die muss reichen, die muss reichen, die muss reichen. Was soll das? Was soll das? Och, nö. Ich hatte gerade kurzzeitig die Option, Objekt töten und dann erschreckt der Naughty den irgendwie. Was soll das denn jetzt? Ach nö, nicht nochmal. Also Naughty Bear macht jetzt nicht sonst Spaß, dass man manche Levels fünfmal machen will. Oder ist hier hinten neuer? Nee. Ach, was soll das denn, Leute? Aus Frust zerstöre ich jetzt hier mal die Kisten. Ich bin heute nicht besonders gesprächig und sowas unterstreicht gerade das, meine Laune. So, Level verlassen, ja, schön. Sehr schön. Ja, dann haben wir den Flopsy jetzt nicht erledigt, weil Naughty gerade irgendwie den erschreckt hat, obwohl das ja eigentlich gar nicht geht. Ja, da kriegen wir jede Menge noch Erfahrungspunkte für die einzelnen Objekte. Gut. Dann wechsle ich mal wieder zu der anderen Kleidung. Ich brauche mehr Ausdauer. Beziehungsweise hier brauche ich... Warte mal, die Hose war das genau. So, ich brauche mehr Ausdauer. Was Neues haben wir jetzt nicht. So. Und nochmal, Flopsy. Oh no, Flopsy, the scene. Ja, ja. Er ist der führende Biologe auf diesem Resort, obwohl die ja alle Urlaub machen. Ich möchte das nochmal bemerken, die Leute machen da, die Bären machen da eigentlich Urlaub und Naughty ist noch nicht eingeladen. Heimlich kümmern die sich zwar darum, ihn fertig zu machen, aber woher will Naughty das wissen? Vor allem der Schrauber zum Beispiel, der hat ja gar nichts damit zu tun. Und der Normalbär auch nicht, aber rein aus Prinzip werden die ja jetzt umgenietet. Also so langsam kann ich die anderen Bären auch verstehen. Wo ist denn der Bär jetzt hingelaufen? Hallo, wie? Hä? Naja, werde ich...
Create a rock and roll, Kung Fu. Rock and roll, Kung Fu, Kung Fu, ha. Jetzt haben wir hier so viele Bären. So verdammt viele. Und der andere Bär ist genau auf der Seite des Bösen. Mist. Wir schmeißen gleich einfach die Scheibe ein, rennen in den Busch. Und dann mache ich den ganz schnell fertig. Mann, dieser blöde Teddy erklärt den Pflanzen aber auch wirklich in aller Ausführlichkeit, wie man den Naughty killt. Zumindest macht es den Anschein. So. Wenn ich die Scheibe einschlage, wird er direkt aufmerksam. Na egal. Ja, wir haben noch nicht mal die Scheibe eingeworfen. Och, renn doch nicht zum Boot. Nein, nein, nein. Okay, genau, kümmere dich um mich. Kümmere dich um mich, genau. Kümmere dich um mich. Folge mir. Denn wenn der im Boot ist, haben wir nämlich nicht besonders viele... Och, nee. Ja, und schon haben wir wieder 7000 Bio... Hobby-Biotonika hier. Um den Arsch. Geh weg, Flopsy, Flipsy und... Und das darf doch nicht sein. Warum rennt er uns immer in den Schlag rein? Weil es ein Idiot ist. Botaniker sind doch alles, Ja, ja, er versucht mit dem Boot zu flüchten. Ja, von mir aus soll er es doch machen. Warum kann ich den nicht... Ach, weißt du, leck mich doch am... Da kriegst du doch Agros. Geh kaputt. Ach, okay, cool. Tschüss. So, nun zu dir, du blöder Biotanika. Ich mach dich jetzt selbst zu Düngemittel. Mit der Spitz. Ist das eine Hacke oder eine Hacke? So ein Mischding. Ups. Komm her, Teddy. Auch immer kommt der kleine Bär damit. Geh weg. Ja, sehr schön. Wir stehen hinter ihm und er verpasst uns erstmal schöne Backpfeife. So. Wir haben genug Ausdauer, um ihn zu töten. Und hoffentlich diesmal... Richtig. Objekt töten. So. Ich glaube, ich sollte jetzt die Beine in die Hand nehmen. War das richtig? War es richtig? Nein. Freie Fussel und lass ihm auf... Wo ist dann diese komische Pflanze? Ach, dieser Zombie ist gar kein Zombie, das ist dieser komische Bär. Och nö. Den können wir doch gar nicht manipulieren. Ja, das ist nämlich der Bär, der den killen soll. Ja super, jetzt sind wir auch noch auf andere angewiesen. Super klasse. Und der mag natürlich Naughty nicht. Ach, ich lieb... Mann, ich mach das jetzt einfach neu. Komm. Sei es um die Punkte. Das wird einem auch nicht erklärt. Ja, ja, Flopsy ist ein super intelligenter Botaniker, der mich auf den Sack geht. So, nehmen wir uns mal eine andere Waffe hier. Ich weiß nicht... Wieso werden wir entdeckt, wenn kein einziger Bär in unserer Nähe ist, der uns sieht? Sehr schön. Ich hab doch gerade... Hallo, ich hab gerade auf Wechseln gedrückt. So, immer die Mistkabel. So, vielleicht haben wir Glück und der erledigt das jetzt. Recht zügig und kümmert sich nicht um die 7 Millionen anderen Bären. So. Ich hoffe, der sieht uns auch nicht im Gebüsch, sonst haben wir ein Problem. Läuft der Bär auch mal frei rum? Nein, scheinbar doch. Aber ich will mich ein bisschen beeilen. Komm her, Bär. Wir locken den da vorne hin und rennen dann ins Gebüsch. Ui. So. Natürlich scheint er auch gar nicht besonders gut im Kämpfen zu sein.